Ein neues Buch ist im Disneyland Paris erschienen, und zwar The Art of Disneyland Paris. Und ich habe schon einige Disney-Bücher gekauft in diesen vergangenen 30 Jahren. Und was ich jetzt hier so auf meinem Regal gefunden habe, das möchte ich euch heute mal zeigen. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch hier heute aus meinem Wohnzimmer. Und ich habe mich mal hier so ein bisschen auf dem Tisch ausgebreitet, nochmal in einer anderen Location, wie ihr sehen könnt. Denn es ist ja ein neues Buch erschienen am 5. Juli, und zwar The Art of Disneyland Paris. Und darum geht es um Konzeptzeichnungen, um Skizzen etc., also alles, was das Disneyland Paris betrifft. Und es ist natürlich nicht das erste Buch, was über das Disneyland Paris bis jetzt erschienen ist. Es gibt einige, und ich habe auch ein paar. Und das, was ich noch so jetzt auf Anhieb greifen konnte, möchte ich euch einfach mal vorstellen. Da sind schon so ein paar besondere Sachen dabei. Und ich denke, wir legen einfach mal los mit dem Jahr 1992. Und ich habe tatsächlich noch zwei Bücher aus dem Jahr 1992. Einmal den Euro Disney Reiseführer. Der sieht so aus. Also da seht ihr sogar noch das Original Euro Disney Logo. Mega, mega cool. Also dieses Büchlein hier hat mich damals sehr, sehr darauf vorbereiten können, das Disney in Paris im Jahr 1992 das erste Mal zu besuchen. Ja, was ist da drin? Viele Bilder, die gar nicht das Disneyland Paris betreffen, wie zum Beispiel das hier. Das ist in Disney World, soviel ich weiß. Und auch noch andere Bilder, die praktisch gar nicht zum Disney in Paris gehören, sondern die aus anderen Disney Parks sind. Aber trotzdem, ich fand es immer sehr, sehr cool. Es gab immer dann so Skizzen zu den einzelnen, ich möchte immer hier so am Ton vorbeigucken, obwohl der Ton ja hier unten ist, also wundert euch nicht. Also es gibt immer so ein paar Skizzen und Karten zu den einzelnen Themenländern. Wir haben hier Frontierland und können da auch nochmal sehen, was da alles so los ist. Hier ist mir gerade dann schon mal was in die Hände gefallen. Hier seht ihr ein Bild, das soll Phantom Manor sein, aber das ist natürlich nicht Phantom Manor. Ja, das ist der Euro Disney Reiseführer. Wen es interessiert, hier könnt ihr auch noch mal eine Karte sehen. So sah das Euro Disneyland im Jahr 1992 aus. Und ja, es gab dann auch hier hinten auch noch mal eine Straßenkarte, wo man sehen konnte, also wie man am besten den Weg zum Euro Disney Resort Paris, also seht Euro Disney Resort Paris, finden kann. Ziemlich, ziemlich cool. Hier seht ihr noch die Luftfahrtgesellschaften. Ich möchte jetzt nicht alle vorlesen, wie man praktisch am besten zum Disneyland Paris oder zum Euro Disney kommt. Und hier stehen die Fahrzeiten mit der Metro und mit dem Zug von Berlin aus 14 Stunden und 30 Minuten, von Bonn 5 Stunden 20 Minuten, von Frankfurt 7 Stunden und 5 Minuten, wie sie das ausgemessen haben, von Luxemburg 4 Stunden 40. Ja, was haben wir hier noch so drin stehen? Gibt es noch was, die Öffnungszeiten. Von Mitte April bis Ende Oktober öffnet der Park um 9 Uhr und schließt zwischen 19 Uhr und Mitternacht. Ja, das sind mal Öffnungszeiten, ne? Genauso wie heute. Von Anfang November bis Mitte April ist der Park wochentags von 10 bis 18 Uhr und am Wochenende von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Eine Ausnahme bilden die Feste Ende des Jahres. Dann Festtage binden Euro Disneyland Mitte Dezember und gehen bis Anfang Januar. In dieser Zeit öffnet der Park mitunter schon, das ist auch so ein Wort, was man nie benutzt, oder? Mitunter schon um 9 Uhr und bleibt bis 22 Uhr oder sogar 24 Uhr geöffnet. Also ziemlich cool. Ja, hier seht ihr auch, wann sollten Sie in das Euro Disney Resort kommen, wann ist viel los, also nach Neujahr ist sehr gering, Neujahr und an den Wochenenden im Januar, da ist hoher Betrieb, im Februar wochentags und an den Wochenenden ist sehr gering, im März wochentags und an den Wochenenden. Naja gut, ob die Informationen, die hier drin stehen, noch so stimmen, ich mag es zu bezweifeln. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter. Das zweite Buch aus dem Jahr 1992, das habe ich euch schon mal gezeigt. Das ist dieses Euro Disney Souvenirbuch. Das gab es damals im Euro Disney zu kaufen. Ist tatsächlich auf Deutsch. Also damals war es dann tatsächlich noch möglich, Bücher auf Deutsch zu kaufen. Hier oben seht ihr noch so ein paar Klebereste. Da war die deutsche Flagge draufgeklebt. Und ja, auch dieses Buch zeigt viele Sachen. Wir können hier so mal kurz schauen. Ich hoffe, dass es immer schön scharf stellt. Die nicht im Disneyland Paris fotografiert worden sind, sondern in anderen Disney Parks. Aber trotzdem war dieses Buch damals ein absolutes Heiligtum für mich. Und ich habe es einfach geliebt. Auch diese Bilder hier sind nicht aus dem Euro Disney.
Aber dieses Buch ist echt total cool und wenn ihr Glück habt, findet ihr es auch manchmal noch bei eBay. Ihr findet da ein paar Informationen über die anderen Disney Parks. Ihr seht das noch, Disney MGM Studios. Ihr findet ein bisschen was über die Bebauung, also über die Bauarbeiten im Disneyland Paris. Und ja, ein bisschen was über Walt Disney können wir hier sehen. Also es ist tatsächlich so ein richtiges Schätzchen, würde ich fast sagen. Die Hotels sind beschrieben, die einzelnen Themenländer. Hier haben wir das Discoveryland mit Star Tours oder Star Traders werden beschrieben. Und das alles auf Deutsch. Also ob ihr es jetzt noch auf Deutsch bekommen könnt, weiß ich nicht. Aber vielleicht bei irgendwelchen Kleinanzeigenbörsen oder so vielleicht mal vorbeischauen. Und vielleicht habt ihr ja da Glück und erwischt dieses Buch noch. Dieses Buch ist tatsächlich noch das Originalbuch aus dem Jahr 1992. Mein Originales. Es hat 105 französische Franken damals gekostet und war damals nicht günstig. Ich weiß nicht, wie viel es sind, so um die 20 Euro jetzt, glaube ich, heute, wenn man es umrechnen würde. Und ja, ich hüte es wie meinen Augapfel. Ja, wie ihr sehen könntet, musste ich die Location dann doch jetzt wechseln, denn ich habe vergessen, dass die Handwerker kommen für die Klimaanlage. Jo. Egal, jetzt habe ich es mir hier gemütlich gemacht, in alter Umgebung, sage ich jetzt mal, oder in gewohnter Umgebung. Und hier können wir auch weiter über die Bücher sprechen, von daher absolut kein Problem. Und wir machen weiter mit diesem Buch hier, Disneyland Paris Resort Souvenirs heißt das. Dieses Heftchen oder diese Broschüre ist aus dem Jahr 2006. Und sowas gab es ja damals immer in irgendwelchen Freizeitparks zu kaufen. Man hat dann da einfach mal so ein paar, eine Übersicht bekommen, dann auch über die einzelnen Attraktionen, über die Themenländer. Seht ihr hier ein bisschen was zu It's a Small World und dem Fantasyland. Und tatsächlich, ihr möchtet es fast bestimmt gar nicht glauben, aber diese Broschüre hat damals, 2006, nur 7,50 Euro gekostet. Klar, sie ist jetzt auch nicht besonders groß. Sie hat jetzt nur, was steht da, wie viele Seiten? 65 Seiten, aber trotzdem für 7,50 Euro würde man das heute auch nicht mehr bekommen. Die würden jetzt locker dafür garantiert 20 Euro nehmen. Ist jetzt nichts Besonderes, aber gehört irgendwie in die Sammlung dazu und ich finde es schade, dass es solche Broschüren oder solche Heftchen heute nicht mehr gibt. Damals gab es sowas ja irgendwie in gefühlt jedem Freizeitpark. Ich erinnere mich sogar noch an die Phantasialand-Heftchen, die man so kaufen konnte, aber naja gut, es ist eine schöne Erinnerung an das Jahr 2006 und wird natürlich dann mit den anderen Büchern schön gehütet. Ja, wir gehen jetzt 10 Jahre zurück ins Jahr 2012 und da kam ein ganz besonderes Buch raus. Und zwar dieses hier, 20 Years, das The Illustrated Album of an Incredible Story. Dieses Buch ist tatsächlich sehr, sehr cool und ich weiß, dass einige von euch immer heute noch dahinterher sind, das zu bekommen. Auch da vielleicht mal bei eBay schauen oder bei irgendwelchen Kleinanzeigenbörsen oder einfach bei Instagram fragen, vielleicht hat es noch jemand übrig, dass man den Staub abwischen. Dieses Buch wurde damals zum 20. Geburtstag vom Disneyland Paris verkauft, hat glaube ich damals auch schon 49 Euro gekostet, war auch also nicht günstig, aber ist einfach auch riesengroß und da ist, was ganz besonders ist, finde ich, von jedem Jahr so ein bisschen Geschichte drin. Erstmal natürlich ein bisschen was zu Walt Disney und zu Walt Disney Imagineering. Und dann seht ihr hier, das ist schon ziemlich, ziemlich cool, was aus dem Disneyland Paris. Und dann ist praktisch wirklich zu jedem Jahr, wir fangen jetzt hier mal, ich schau mal, wie man das am besten sehen kann, genau 1993, das war dann der erste Geburtstag vom Disneyland Paris, seht ihr dann, was da so los war. Und es geht dann weiter mit 1994, 1995, 96 bis zum Jahr 2012. Ich möchte jetzt natürlich oder kann jetzt nicht so viel davon zeigen, von diesem Buch, denn ich weiß nicht, wie viel davon urheberrechtlich geschützt ist und ich wollte das einfach noch so ein bisschen anteasern. Einige von euch werden dieses Buch bestimmt auch in ihrer Sammlung haben. Wenn nicht, versucht da irgendwie mal dran zu kommen, denn es ist wirklich besonders und es hat dann tatsächlich, wir können direkt weitermachen, 5 Jahre später auch einen Nachfolger bekommen. Und zwar dieses Buch hier, Disneyland Paris von A bis Z. Und ich glaube, dass es dieses Buch tatsächlich immer noch zu kaufen gibt im Disneyland Paris. Vielleicht mal im Storybook Store oder so vorbeischauen. Ich glaube tatsächlich, dass das immer noch da ist. Das ist praktisch in so einem schönen Pappschuber hier drin. Kann man jetzt hier weglegen. Da ist das Disneyland Paris 25 Jahre Logo drauf. Und das eigentliche Buch sieht dann so aus. Auch das ist praktisch so aufgebaut wie das Buch im Jahr zuvor. Hier sind noch ein paar Erinnerungen drin. Die zeige ich euch dann gleich vielleicht noch. Auch hier sehen wir dann nochmal eine Karte vom kompletten
Disneyland Resort. Und hier an der Seite befindet sich dann noch etwas Besonderes, so eine Art Goodie. Ich nehme das mal raus. Und zwar haben wir das hier. Und das ist praktisch eine Eintrittskarte, das ist natürlich ein Nachdruck. So eine Einladung von 1992, vom Eröffnungsjahr aus dem Euro Disney. Eine mega, mega coole Erinnerung, finde ich. Und sowas würde ich mir tatsächlich jetzt auch noch für dieses Jahr wünschen. Leider gab es ja so ein Buch jetzt nicht. Aber dieses mit den Skizzen und mit den Artworks und so finde ich eigentlich auch schon ganz cool. Ja, dieses Buch hier ist auch wieder so aufgebaut von A bis Z. C wie Cast Members und Beleuchtung haben wir hier. Wir haben S wie Space Mountain. Es ist also reichlich bebildert und auf Deutsch, und nicht auf Deutsch, auf Englisch und auf Französisch geschrieben. Also so wie die meisten Bücher. Hier können wir mal, was können wir denn mal zeigen? Was sieht denn besonders toll aus? Blättern wir mal durch. Ja, hier sehen wir mal die ganzen Cast-Member aus dem damals noch Euro Disney Resort. Also ein wirklich, wirklich tolles Buch, eine ganz tolle Erinnerung mit vielen, vielen tollen Infos, die ihr euch dort rausziehen könnt. Haltet da Augen und Ohren offen. Also wie gesagt, ich glaube, dass es tatsächlich noch verfügbar ist im Disneyland Paris. Da einfach mal vielleicht, also wie gesagt, im Storybook Store. Storybook Store habe ich euch ja im Main Street Video gezeigt, befindet sich praktisch direkt neben der City Hall. Oder auch in der Disney Galerie im Village. Da gibt es auch ganz viele Bücher, da auch gerne mal nachfragen. Hier in dem Buch habe ich noch so als Erinnerung ein Programmheft aus vom 12. April. 2017 und auch einen alten Parkplan von 2017 vom 25-jährigen Geburtstag. Ich muss gucken, dass ich das alles wieder an richtige Ort und Stelle reinmache, damit ich hier nichts durcheinander bringe. Vor einigen Jahren hat das Disneyland mit einer ganz schönen, Reihe gestartet mit den Attraktionsbüchern. Und da sind bis jetzt drei Stück erschienen. Das letzte ist im letzten Jahr erschienen von Space Mountain. In diesem Jahr wurde tatsächlich noch keins angekündigt. Bin ich ein bisschen traurig, weil darüber habe ich ja schon in meinem letzten Video geredet. Es gibt eigentlich so viele, viele tolle Sachen, über die man reden könnte. Das sind die drei Attraktionsbücher. Und es hat damals angefangen, ich weiß es gar nicht mehr in welchem Jahr, ich glaube 2019, mit dem Buch über Pirates of the Caribbean. Da ist praktisch tatsächlich die ganze Story von Pirates of the Caribbean drin. Warum, was und wieso das so gestaltet wurde, was die Hintergründe sind und wie es mit den anderen Attraktionen auf der Welt so ist. Ne? Also wie sieht es in Disney World aus, wie sieht es in Shanghai aus, wie sieht es in Anaheim aus. Also ziemlich, ziemlich cool, warum Yoho Yoho ist und ein richtig tolles Buch über die Hintergründe von Pirates of the Caribbean. Jetzt bin ich total konfus irgendwie, seitdem ich mit dem Handwerker da eben geredet habe und der gedacht hat, was macht denn der da überhaupt? Warum sitzt denn der da vorm Licht mit ganz vielen Büchern davor? Mein Highlight-Buch natürlich, das Buch über Phantom Manor. Auch da geht es tatsächlich um Phantom Manor. Wer hätte es gedacht? Ihr könnt da die Geschichte nachlesen. Also jetzt nicht die Geschichte von Phantom Manor, sondern die Geschichte von der Attraktion Phantom Manor. Wie gebaut wurde, warum wie gebaut wurde, warum es Unterschiede zwischen den amerikanischen, asiatischen und europäischen Geschichten oder Häusern gibt. Musik und warum. Ganz viele tolle Sachen, natürlich viele, viele schöne Bilder, auch schon sehr, sehr aktuelle Bilder von der Layout und von dem Aussehen von Phantom Manor nach der Renovierung. Ein sehr, sehr schönes Buch, auch das gibt es immer noch zu kaufen, auch das Pirates-Buch gibt es immer noch zu kaufen, also da müsst ihr keine Angst haben. Es kann zwar immer mal sein, dass sie ausverkauft sind, aber ich glaube, beim letzten Mal habe ich sie tatsächlich alle gesehen. Die sind auch nicht so teuer, kosten 19,99 Euro. Und im letzten Jahr ist das dritte Buch, und das bis jetzt das letzte Buch erstmal erschienen, und das handelt über Space Mountain. Da auch drin, wie sieht's aus mit Space Mountain in den anderen Ländern, warum sieht das Aussehen von Space Mountain anders aus in Europa als in den USA oder in den asiatischen Ländern. Hier sehen wir tatsächlich mal so ein Artwork von Discoveryland oder von Space Mountain, darüber haben wir ja letztes Mal schon mal geredet, in meinem, in meinem Insider-Video, dass er ja Discovery Mountain heißen sollte. Und so sieht das aus. Also hätte ich jetzt damals oder letzte Woche dieses Buch hier gehabt, dann hätte ich euch das jetzt tatsächlich mal zeigen können. Ich habe auch nicht daran gedacht. Auf jeden Fall, alle Hintergrundinformationen zum Space Mountain findet ihr in diesem Buch. Auch das hat nicht mehr 19,99 Euro gekostet, sondern hat schon 22 Euro im letzten Jahr gekostet. Aber
Es ist wirklich jeden Cent wert. Es ist mega, mega schön eingebunden. Es fühlt sich super toll an. Die Seiten sind nicht dünn, die sind sehr, sehr dick. Das Space Mountain Buch hat fast 100 Seiten, also ist auch jetzt nicht wenig. Und ja, liefert euch alle Informationen und hat fast auf alle Fragen, die ihr über Space Mountain oder Phantom Manor oder auf Pirates of the Caribbean, nehmen Sie gerne nochmal in die Hand, eine Antwort. Drei Dinge habe ich tatsächlich noch. Zwei direkt aus dem Disneyland Paris und eine Empfehlung für euch. Im Jahr 2019 mussten wir uns von zwei Dingen verabschieden. Einmal vom Hotel New York. Das hatte von 1992 bis 2019 auf. Und die Insightiers haben damals hier diese Broschüre praktisch rausgebracht. Einfach nochmal so ein paar Bilder vom Hotel New York, wie es thematisiert war, warum es so thematisiert war, vom Bau etc. Eine ganz, ganz coole Broschüre. Die gab es, glaube ich, auch nicht öffentlich einfach so. Wir haben die damals von Disneyland Paris zur Verfügung gestellt bekommen. Die haben die uns nach Hause geschickt. Eine richtig, richtig schöne Erinnerung. Da seht ihr auch nochmal das alte Hotel New York Logo. So sieht das Ganze von vorne aus. Mega, mega cool. Also sowas würde ich mir auch öfters wünschen, wenn irgendwie was schließt oder wenn irgendwie was Besonderes ist, dass solche Heftchen oder Broschüren rauskommen. Und es gibt dann tatsächlich noch eine zweite. Und die heißt Tour de Force. Und da geht es tatsächlich um den Rock'n'Roller Coaster. Und ja, ich habe ein Rock'n'Roller Coaster Video aufgenommen und es ist wie bei Space Mountain eben, hätte ich nochmal an dieses Heftchen hier gedacht, hätten wir da noch ein paar mehr Bilder schauen können, denn da geht es tatsächlich um den Rock'n'Roller Coaster, warum, wie, weshalb und total cool mit vielen, vielen schönen Bildern, die uns dann nochmal in Erinnerungen schwelgen lassen an eine Zeit vor dem Avengers Campus, der ja jetzt bald ganz, ganz großes Thema ist. Moment. Für mich hier noch ein bisschen was rauskam. Hier sehen wir dann auch noch mal ein bisschen die Streckenführung ohne diese Halle, weil es war ja tatsächlich so, haben wir ja gesagt, dass zuerst die Achterbahn gebaut wurde, bevor die Halle drumherum gebaut wurde. Und ein kleines Gimmick gibt es natürlich dann auch schon auf der Rückseite zu diesem Heftchen und zwar. Und wir wissen alle, was das bedeutet. Ja, es ist tatsächlich dann schon so eine Anspielung darauf, dass aus dem Rock'n'Roller Coaster ein, damals sollte es ja noch ein Iron Man Coaster werden, aber jetzt wissen wir es ja besser, dass es nicht nur sich um Iron Man handelt, sondern auch Captain Marvel mit drin, also die oder die Avengers halt generell. Ja, sehr gespannt. In der nächsten Woche kann ich es mir dann tatsächlich endlich mit eigenen Augen ansehen. Ich versuche ja immer wieder euch viele Informationen hier weiterzugeben bezüglich des Disneyland Paris. Wie sieht's aus mit Pauschalen? Wie sieht's aus mit den Restaurants, mit Hotels etc.? Wie kann ich Zeit sparen? Wie funktioniert dies? Wie funktioniert das? Aber alles ist natürlich dann nochmal einfacher, wenn man sich nicht durch Videos durchklicken muss, sondern wenn man alles irgendwie nochmal schwarz auf weiß hat, um abends dann vielleicht im Bett ein bisschen darin zu schmökern oder auf dem Weg nach Disneyland Paris Informationen dann nochmal abzurufen. Und ja, in unserer Disney-Community haben wir die liebe Nina und dieses Buch habe ich euch ja schon mal gezeigt. Das ist Ninas zauberhafter Disneyland Paris Reiseführer und da findet ihr wirklich alle möglichen Tipps rund um das Disneyland Paris. Da ist wirklich nichts ausgelassen. Es wird wirklich jede Attraktion wird beschrieben, jedes Restaurant, jeder Shop und ganz, ganz viele tolle Tipps und Tricks, die euch natürlich dann auch nochmal den Aufenthalt im Disneyland Paris dann einfacher machen. Die Nina hat den im letzten Jahr, einige kennen vielleicht auch noch die ältere Version, nochmal aktualisiert. Von daher ist er jetzt ganz aktuell, kostet 17,99 €. Gibt es überall da, wo es Bücher gibt, natürlich auch beim großen A. Schaut da gerne mal vorbei, unterstützt die Nina so ein bisschen, also ist echt mega, mega cool und sie ist auch wirklich eine ganz, ganz nette, kann ich euch sagen. Also es ist nicht irgendjemand, sondern auch jemand direkt aus unserer Community, die ich auch garantiert persönlich kenne, letztes Mal noch getroffen bei der Disneyland Pride und ja, ist immer wieder nett und ich freue mich immer, wenn wir uns treffen, weil wir immer sehr viel zu reden haben und ja, alles, was Nina so weiß, steht in ihrem Reiseführer drin, deshalb auf jeden Fall mal vorbeischauen. Jo, und das war's dann auch. Das waren jetzt erstmal alle wichtigen Bücher, sage ich jetzt einfach mal, die ich über das Disneyland Paris hier habe. Es gibt zwar noch so ein paar Kleinigkeiten, die in irgendwelchen Kisten auf dem Speicher liegen, die müsste ich dann auch mal nochmal raussuchen, aber das sind so die besonderen Sachen. Ich habe noch das Buch Disneyland Paris From Sketch to Reality, aber das habe ich tatsächlich im Moment verliehen an eine ganz gute Freundin. Auch ein ganz, ganz besonderes Buch, ist im Moment nicht so einfach zu bekommen, ist sehr, sehr teuer.
aber auch ein absoluter Tipp für die Leute, die halt eben auch so ein paar Insider-Informationen über das Disneyland Paris haben wollen. Ist auch schon ein bisschen älter, dieses Buch, aber eine absolute Empfehlung. Ja, habt ihr auch Disneyland Paris Bücher? Habt ihr Bücher über Disney oder ist euch das sowas gar nicht wichtig? Was ist euer ältestes Buch oder habt ihr auch vor, vielleicht das neue Buch, The Art of Disneyland Paris, zu kaufen? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ist immer wieder interessant, sich da so ein bisschen auszutauschen. Und vielleicht gibt es ja noch irgendwas, was ich auch nicht habe und was total freaky und total cool ist. Ich habe auch noch Bücher über einzelne Attraktionen wie Haunted Mansion und sowas, aber die hätten jetzt zum Beispiel hier in dieses Disneyland Paris Video nicht reingepasst. Von daher schreibt gerne mal, falls es da noch irgendwelche Schätzchen gibt und vielleicht muss ich mir das ein oder andere auch noch anschauen. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich definitiv über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann natürlich auch über ein Abo. Und ja, denkt dran, die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch keins der nächsten Videos mehr verpasst. Ja, wir sehen uns ganz, ganz bald wieder. Ich freue mich drauf auf ganz viele tolle Disneyland-Videos, die jetzt bald entstehen werden. Und bis dahin sage ich euch, bye bye.